Das Schweizer Gesundheitswesen ist leistungsstark und gilt als eines der besten der Welt. Diese Qualität hat ihren Preis. Gesamthaft belaufen sich die Gesundheitskosten auf fast 85 Milliarden Franken. Das sind durchschnittlich 9.823 Franken pro Person und pro Jahr. Mehr als ein Drittel dieser Kosten wird über die obligatorische Krankenversicherung gedeckt. Der Rest wird durch die Versicherten selbst über Zusatzversicherungen, Beiträge des Bundes und der Kantone sowie durch andere Sozialversicherungen getragen. 2021 summierten sich die von der obligatorischen Krankenversicherung übernommenen Leistungen auf 36,3 Milliarden Franken. Das ist doppelt so viel wie 1996, als das gesetzliche Obligatorium in Kraft trat. Die obligatorische Krankenversicherung wird über die Krankenkassenprämien finanziert. Alle Krankenkassen müssen die gleichen Leistungen übernehmen. Sie sind verpflichtet, alle Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und dürfen keinen Gewinn erzielen. Die Prämieneinnahmen müssen die von den Krankenversicherungen übernommenen Kosten decken. Steigen die Kosten, müssen auch die Prämien angehoben werden. Gesundheitskosten steigen vor allem aus zwei Gründen. Erstens, dank des medizinischen Fortschritts profitieren Patientinnen und Patienten von immer besseren Leistungen. Krankheiten, die früher unheilbar waren, können heute behandelt werden. Und immer wieder kommen neue Medikamente auf den Markt. So zum Beispiel im Bereich der Gentherapien zur Bekämpfung von Krebs. Diese Medikamente sind innovativ, aber auch sehr teuer. Die Dichte an Spitälern, Arztpraxen und medizinischen Geräten ist bei uns im Durchschnitt höher als in anderen vergleichbaren Ländern. Dieses dichte Versorgungsangebot trägt auch dazu bei, dass falsche Anreize geschaffen und mitunter unnötige Leistungen erbracht werden, nur um die medizinische Infrastruktur gewinnbringend zu nutzen. Der zweite Grund für die steigenden Gesundheitskosten ist die alternde Bevölkerung. So hat der Anteil der über 70-jährigen Personen zwischen 2001 und 2021 um mehr als 50% zugenommen. Und eben diese Bevölkerungsgruppe benötigt mehr medizinische Behandlungen. Laut einem vom Bund in Auftrag gegebenen Bericht könnten bis zu 20% der Gesundheitskosten ohne Einbußen bei der Versorgungsqualität eingespart werden. Es gibt nicht nur eine Maßnahme, mit der man die steigenden Gesundheitskosten eindämmen kann. Es bedarf eines Bündels gezielter Maßnahmen, die zusammengenommen ihre Wirkung entfalten. Ob Patientinnen und Patienten, Spitäler, Ärztinnen und Ärzte, Pharmaindustrie, Krankenkasse, Bund und Kantone, alle beteiligten Akteure müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, damit unser Gesundheitswesen nicht nur leistungsstark, sondern auch bezahlbar bleibt.